Ja, Politik ist menschlich und wir Menschen können dafür sorgen, dass Politik begeistert und wir gemeinsam Werte wie Zusammenhalt, Solidarität, Feminismus, Ökologie und Antirassismus mit Leben füllen. Dafür stehe ich und diese Werte lebe ich. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, die Zukunft Niedersachsen können wir bestimmen, aber nur wenn wir gemeinsam weit vorausdenken. Dafür brauchen wir eine Vision, die stärkste Kraft im Lande zu werden. Diese Vision braucht Mut und Zuversicht. Ich bringe beides mit. Warum will ich euer Landesvorsitzender werden? Weil ich mit euch die Weichen für eine starke grüne Landespartei stellen möchte. Weil ich unsere Partei in den ländlichen Räumen besonders stärken will. Weil ich für eine Führung stehe, die die Basis ernst nimmt. Weil meine Sorge dem Zusammenhalt unserer Partei nach innen und außen gilt. Weil ich mit euch einen Beitrag zur Realisierung unseres Vielfaltstatuts leisten möchte. Unser Landesverband Niedersachsen hatte noch nie einen Landesvorsitzenden mit Migrationshintergrund. Lass uns heute Geschichte schreiben. Seit 2014 bin ich Parteimitglied und ich konnte viele Potenziale identifizieren als Kommunalpolitiker, als Aktiver in allen AGs, BAGs, bei European Green Party, bei Heinrich Böll Stiftung. Ich möchte mit euch daran arbeiten, diese Potenziale zu heben, Strukturen und Prozesse zu professionalisieren, organisatorisch sowie inhaltlich. Und von wem sollen denn die Inhalte kommen? Die kommen von uns, die Grünen. Wir sind die Quelle, wir sind der Kompass. Unsere Rolle als grüne Partei in Regierungszeiten ist es nicht, um darauf zu achten, dass der Regierungspartner zufrieden ist. Unsere Rolle ist es nicht, zu klatschen und abzunicken. Unsere Rolle ist es, darauf zu achten, unsere grüne Haltung, grüne Werte deutlich und mutig zu vertreten. Diese Partei ist das Zentrum, in dem sich Partei, Regierung, Fraktionsmitglieder zusammenfinden und auf Augenhöhe begegnen. Hier ist der Kern, in dem sich alle Parteikräfte gebündelt sind. Hier ist der Kern, der uns alle zusammenhält. Macht an sich ist für uns nicht das Ziel, sondern ein Zweck, um die riesigen Herausforderungen dieser Zeit zu bewältigen. Seit 20 Jahren brenne ich für die Menschheitsfrage, wie wir den Energiebedarf decken, ohne die Welt noch weiter zu plündern. Und das war für mich immer eine globale Frage. Und von meinem beruflichen, wissenschaftlichen Hintergrund weiß ich auch, dass weder LNGs noch Kohle noch Frackinggas den Energiebedarf von morgen decken können. Von Klimaneutralität ganz zu schweigen. Applaus 2045 soll Niedersachsen klimaneutral werden. Und wir wissen alle,
dass das zu spät ist. Aber was brauchen wir? Brauchen wir Asphaltierungspolitik der FDP oder Bahnausbau? Brauchen wir Frackinggas der CDU oder grüner Wasserstoff? Brauchen wir mehr LNGs oder mehr Windanlagen? Christian, du bringst das auf den Weg und ich stehe dafür, dass du einen kräftigen Rückenwind von der Partei bekommst. Liebe Freundinnen, wir stehen für eine humane, inklusive Migrationspolitik. Der Versuch, einen politischen Diskurswechsel zu gestalten, der unsere grünen Werte mit Füßen tritt, der auf rassistischem Framing basiert, ist inakzeptabel. Rassismus werden wir nie verschweigen. Dagegen werden wir laut schreien. Dagegen werden wir mutig handeln. Rassismus werden wir in dieser Partei niemals dulden. Rassismus ist leider für viele von uns eine tagtägliche Erfahrung. Gerade deswegen will ich Verantwortung übernehmen, Türen öffnen und den Kampf mit euch für eine offene Gesellschaft vorantreiben. Wir haben gemeinsam viel erreicht. In den letzten Wahlen brechen wir einen Rekord nach dem anderen. In vielen Städten sind wir die stärkste Kraft. In Hannover, in Lüneburg, in Göttingen, in Osnabrück, in Oldenburg. Im Landtag haben wir sogar direkt Mandaten. Die Grünen kommen. Lass die anderen weiter zittern. Wir haben gemeinsam viel vor. Mein Name ist Alaa, KV Oldenburg. Ich will nicht nur reden, ich will mitgestalten. Dafür bitte ich um Vertrauen. Vielen Dank.